Servus, der Marc vom PC Stubin ist hier bei mir, ist die liebe Bettina. Hallo. Haben wir schon ein Video gemacht, du brauchst schon hier, aber? Video noch nicht, ne? Und dann heute. So, Bettina macht einen Snack, das ist noch kein Snack geworden ist, nämlich ein Antitragus, haben wir gerade festgestellt. Und eine Rook. Ich habe aber erst schon einen Snack angezeigt, aber am Foto identifiziert, dass du das gar nicht wolltest. Aber ich stelle dich auch sehr verwirrend, weil das eine ist ja die Verlängerung vom anderen eigentlich. Das Snack übergeht deinen Antitragus. Was ich zuerst mache, ist dir egal, weißt du, gell? Das ist mir ganz egal, ja. Dann hau dir mal da hinten. Ja. Machen wir jetzt mal die und schauen uns mal an. Ganz egal, das ist immer gut. So. So. Dann, was machst du sonst? Arbeitest du? Was mache ich sonst? Ich mache gerade meine Matura noch. Ah, gut, also ja, genau. Schule. Respekt, das muss man erstmal machen. Mhm. So abends noch Schulbank drücken und alles. Ne? Das ist ein bisschen stressiger, aber es geht schon. Ja, was, aber es lohnt sich immer. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Servus. Festhalten, sonst rutscht er irgendwo hin. Das war natürlich blöd. Und dann kommt der Innenausstich, kommt dann nicht mehr gut rüber. Ja. Das ist dann auch schade. So. Du bist ja echt rothaarig, oder? Ja, das ist die Tour. Sehr gut. Ich will nicht aufs Thema Haarfärbung eingehen. Nein. Da du einen Ring tragen willst, nämlich eine Banane, dann passt sich der Stichkanal gleich an. Guck, dass die Banane immer nach oben guckt. Okay, ja, alles gut. Und dann haben wir eine richtige Richtung. Weil er wird sich verdrehen, über das Schlafen und so weiter und so fort. Das ist normal. Ja. Dann schaust du ihn quasi immer nach oben bis. Welcher? So mag ich das. So brauche ich es nicht. So. So. War's schlimm? Nein, absolut nicht. Gut, dann machen wir den Rookie. Alles ist auch gut. Ich glaube auch. Ist das ein schönes Schatz? Das ist ein schönes Schatz. Schon? Ja, ist schon. Ist schon sportlich. Ja, aber es geht schon. Ja, es ist. Mittlerweile sind es die ersten Tage von daher. Das klingt gut. Weil Frauen sind ähnlich sehr empfindlich wie Männer. Ganz so schlimm gewesen klar, sein klar, kann. Klar. So. Ich noch eine Sekunde, die Kuh. Ja, ja, ja. Oh, okay. Jetzt so? Super. Alles gut. Bist du okay? Du fühlst ja, dich fit? Ja, alles gut. Wenn du einen Traubenzucker willst, dann Wasser, musst du sagen. Ja, passt alles. Ist da. Perfekti. Dann zeigst du mir im Spiegel mal wieder. Also alles schön geworden. Ich hoffe, es gefällt dir auch mal wieder rein. Schau mal. Ich hoffe doch. Ja, ich denke mal schon. Ja, vorher schon gesehen, das hat er gemacht. Ja. Sehr cool. Schön, oder? Ja, perfekt. Snack, Rook, alles da.
Du machst auch schon Papier-Sings, da kommen aber auch noch ein paar dazu dann, ne? Ja. Yeah. Noch ein bisschen updaten dann das Ohr da drüben zum Dave und Co. Da hast du beim nächsten Mal dann noch was konkret schon vor oder weißt du noch nicht, was du möchtest? Noch nicht ganz, deswegen können wir mal überlegen. Ja, mach mal, du kannst doch einfach ein Termin buchen für irgendwelche Papier-Sings. Ja. Letztlich, und dann mache ich auch spontan natürlich immer eine Beratung mit dem Kunden, also oft, dass so ein Kunde kommt und hat auf der Uhr stehen zwei Conch und geht dann heim mit drei Piercings, einer Anti-Helix, einem Low-Conch und einem Chanel. Ja. Letztlich wurscht, dass ich mache auch dann mehr, das ist kein Problem, also du bist nicht festgelegt. Okay. Und oft entstehen dann die Sachen. Wenn man mit Davis dann, wird man schon, wie gesagt, wird man schon ein paar Sachen, also noch Pfanne zu, vielleicht ein Tragus dazu und oben noch Cutch and Man oder sowas in dem Ding, das muss eine Dreiecksform haben. Bitte was Spezielles machen, also was nicht so Mainstream ist. Aber das ist, wie gesagt, da fällt mir einfach spontan. Das ist eine Meinung, einfach besprechen. Ich muss bald wieder fit ja. Von der Pflege erkläre ich dir kurz was. Ja. Erster Schritt ist natürlich Hände waschen und desinfizieren. Dann Hände waschen und desinfizieren, klar. Dann nimmst du bitte vorne den Spray und Gel. Sprühe dir zuerst den Spray bitte einfach außen auf deiner Wange drauf, vorne hinten. Lass ihn kurz einwirken, 30 Sekunden, in deine Küchenrolle. Reinige bitte feucht mit der Küchenrolle die Ohren. Und dann das Gel, da reicht ein Tropfen, eintupfen, regnen oder beziehungsweise stark bewegen und du bist fertig. Wir machen das 3 Wochen zweimal am Tag und dann 3 Wochen einmal, das ist 6 Wochen. Okay. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier zum Kontrollieren. Sehr gut. Dampfplatz haben wir so lange um 3 Wochen nicht und Duschen, Sport und Tage war schon aufs Verborgen. Ist okay. Noch Fragen? Nein. Perfekt. Hast du? Super. Vielleicht ein Spiel, ja? Deins. Das ist für mich. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen, danke Bettina fürs Stechen lassen. Tschüss. Tschüss.